Da wären wir. Dann schauen wir mal, was der Throckmorton sagen hat. Wie heißt der mit Vornamen nochmal? Der will der Vornamen nicht mehr einfallen. Aber Throckmorton war sein Sohn. Und wie heißt der nochmal? Hier, ich habe was für dich und möchte eine Schrotflinte. Ich habe die Ermittlung abgeschlossen. Ich habe mich um Ihre delikate Angelegenheit gekümmert. Ausgezeichnet. Ich will alle Einzelheiten wissen. Glover ist tot. Er wurde von jemandem namens Sidney Stokes ermordet, der bei ihm eingebrochen ist. Er hatte einen Komplizen namens Phil O'Connell, dem es auch nicht besser ergangen ist. Und das alles wohl wegen eines Spiegels. Drock, wo ist der Spiegel jetzt? Ihre Auftraggeberin hat ihn. Eine mysteriöse Frau. Ihren Namen konnte ich nicht in Erfahrung bringen, aber sie ist jemand, der keine halben Sachen macht. Ich verstehe. Meine geheimnisvolle Konkurrentin ist also endlich zur Tat geschritten. Und die Einbrecher sind beide tot? Mist! Wenn ich ihm sage, sie sind beide tot, er das aber später rausfindet, dann bin ich bei ihm gearscht. Ich sag's ihm. Sidney Stokes ist unbeschadet davongekommen. Bestimmt hält er sich in seinem Haus auf. Ich kann Ihnen die Adresse geben. Was? Das würde ich sehr begrüßen. Es wird mir ein Vergnügen sein, ihm, wie soll ich sagen, eine unvergessliche Lektion zu erteilen. Alter, du Penner, sag das doch ihm doch nicht! Mann! Ich hätte gesagt, ja, Stokes ist noch am Leben. Er wollte ihn aber nicht töten, er hat es halt aber so eine Kurzschlussreaktion gemacht. Und dann, wenn er gefragt hat, hätte ich es ihm gesagt. Ah, egal. Nun gut, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Jetzt sind Sie an der Reihe. Natürlich, Mr. Reed. Hier, bitte sehr. Da Sie nun über alles im Bilde sind, hätten Sie vielleicht auch Interesse am zweiten Teil dieser Angelegenheit. Lassen Sie mich raten. Ich soll den Spiegel für Sie ausfindig machen. Richtig. Und die Person, die ihn mir auf solch unschöne Weise vor der Nase weggeschnappt hat. Ja, komm. Kriegen wir ein bisschen mehr wahrscheinlich. Ich mache es. Bisher habe ich allerdings nur eine Spur. Die Übeltäterin hat wohl mit jemandem namens Francis ein Hühnchen zu rupfen. Sagt Ihnen der Name etwas? Ah, ja. Damit ist zweifelsohne mein Vater, Francis Throckmorton, gemeint. Cowell hab ihn selig. Was hat er mit der Sache zu tun? In seinen Aufzeichnungen las ich von diesem Spiegel. Und was ich da las, weckte mein Interesse. Hä? Sie erwähnten Aufzeichnungen Ihres Vaters. Dürfte ich sie mir einmal ansehen? Da Sie in den Habseligkeiten meines Vaters herumschnüffeln wollen, erfüllt mich nicht mit Freude, Mr. Reed. Aber wenn es unbedingt sein muss, hier haben Sie den Schlüssel. Ein Wissenspunkt, ja! Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern, Mr. Reed. Das Witzige ist, Inventar. Wir haben zwar noch keine Schrotflinte, aber wir kriegen aber die ganze Zeit Munition für die Schrotflinte. Oder fürs Gewehr, oder fürs MG, oder was weiß ich was. Ich find's witzig. Außer wenn es auf einmal heißt, ja, zu viel. Dann werde ich giftig. Hier unten, glaube ich, habe ich mich schon umgeschaut, oder? Ja, sieht stark danach aus. Ja, doch, hier, doch, da war ich schon. Ja, jetzt fällt's mir ein. Wo ist denn dein. Der Vater. Der Vaterraum. Der Vaterraum, wo ist der Vaterraum? Es gab doch eine Tür, die ich nicht öffnen konnte, wenn ich mich recht entsinne. Wo war die nochmal? War hier? Scheint eine Expedition mit hochgesteckten Zielen gewesen zu sein. Wie der Vater, so der Sohn. Fritz Throckmorton discovers the unknown Africa. Francis Throckmorton ergründet das
unbekannte Afrika. Außergewöhnliche Handwerkskunst. Die müssen ein Vermögen wert sein. Oh ja. Achso. Exklusives Interview. Francis Throckmortons Expedition in Afrika war eine der ambitioniertesten Unternehmungen des Jahres 1891. Auch wenn sie leider wenig Beachtung fand. Er kehrte mit zahlreichen historischen Artefakten und bezahlbaren Forschungsergebnissen für die Anthropologie einem neugeborenen Sohn, getauft auf den Namen Robert, Robert Throckmorton, und faszinierenden kulturellen Einblicken zurück. Er hat sich bereit erklärt, die Leser des Oakman Chronicle heute mit einem exklusiven Interview an einigen seiner neuen Kenntnisse teilhaben zu lassen. Die wir natürlich nicht erfahren. Francis muss 1891 ganz schön beschäftigt gewesen sein. Ich hoffe mal nicht, dass es seine Frau war. So. Hier? Nein. Ah, hier. Die Spitzen sind sicher ganz schön spitz. Und ein flacher Witz war wohl wirklich flach. Was war denn bitte? Also bitte. Die Spitzen sind wohl ganz schön spitz. Wow. Hä? Da. Ah. Ja, deine Psyche spielt wieder rum. Yay. Ein halbes Bild, ne? Das Kind kommt mir durchaus bekannt vor. Okay. Private Korrespondenz, 12.12.1894. Francis. Eine Scheidung ist heutzutage keine einfache Angelegenheit. Und war es in der... Entschuldigung. Francis. Eine Scheidung ist heutzutage keine einfache Angelegenheit. Und war es in der Rechtspraxis noch nie. Du musst vor Gericht ein ganz eindeutiges Fehlverhalten deiner Frau... Achso. Sure. War doch... Am Anfang war es doch richtig. Francis. Eine Scheidung ist heutzutage keine einfache Angelegenheit. Und war es in der Rechtspraxis noch nie. Du musst vor Gericht ein ganz eindeutiges Fehlverhalten deiner Frau nahelegen können, damit die Scheidung bewilligt wird. Aber Erfolgsversprechen ist Gewalt, Ehebruch oder eine unheilbare Geisteskrankheit. Ich habe den Eindruck, dass der Tod deines erstgeborenen Sohnes im zarten Alter von 7 Jahren Bethany einen schweren Schlag versetzt hat. Ich hoffe inständig, dass sie sich wieder erholt. Andererseits genießt die Irrenanstalt von Oak mit einem sehr guten Ruf. Beste Grüße, Chancy. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass es genau die Frau... Ich gehe mal davon aus, dass es Bethany, die eben hinterher ist. Darf ich mal mit dir reden? Ich habe neue Erkenntnisse. Ich hätte ein paar Fragen über Bethany. Verzeihung? Ich glaube nicht, dass ich jemanden mit diesem Namen kenne. Ich bin im Zuge meiner Ermittlungen auf sie gestoßen. Ihr Vater ließ sich einst scheiden und seine Ex-Frau heißt Bethany. Ach, die Geschichte. Ich war damals zu jung, um mich jetzt an irgendetwas zu erinnern. Aber das geht ohnehin nur meinen Vater etwas an. Und an Klatsch beteilige ich mich nicht. 1891 hat Ihr Vater eine Expedition geleitet. Wissen Sie etwas darüber? Dazu kann ich Ihnen leider nicht viel sagen. Ich war damals noch ein Säugling. Und mein Vater hat die Ergebnisse seiner Expedition nie öffentlich gemacht. Was wirklich ein Jammer ist. Seine Arbeit hätte die Evolutionstheorie auf den Kopf gestellt. Ja, das sehe ich. Schönen Tag noch. War das jetzt die kleine Spitze, weil er aussieht wie dafür oder was? genau, bevor ich es vergessen. Wir haben ja noch eine Fähigkeit im Punkt. Und zwar nachladen. Was ist du mit einer doppelt so viel Schaden? Oh.
Das wird natürlich mit deiner Zimmerstelle. Ja, du bist zu viel Schaden. Dein Schmutzfeld hat eine breite Streuung und versucht bei. Oh. Wir haben die noch nicht, aber ich möchte so gern. Mann. Schnell Fallen aufstellen. Ja. Pff. Siehst du, sichere Revolverpatronen, Gewehrpatronen. Es ist verdammt wichtig, dass wir sowas haben eigentlich. Obwohl das auch. Was ist das? Du lässt. Okay. Halbschaden, wenn du. Wasser von. Ja. Pff. Was ist das? Oh, Lebenskraft. Oh. Wir sind verflucht oft gestorben. Scheiß drauf. Na, ah, jetzt mache ich den gleich wieder schon mal. Schon wieder. So. Ach, Quid pro Quo ist auch. Ja, ich möchte aber nicht zu Quid pro Quo. Feldstudien geht leider momentan nicht. Was ich sehr blöd finde. Irrenanstalt von Oakmans. Die ist da. Okay. Oder? Das ist das Krankenhaus, oder? Ja. Gut, dann gehen wir mal zum Schnellreisepunkt und dann zurück zur Innenanstalt. Waren wir schon mal? Ladadada, ladadada. Und einmal hier hin, bitte. Danke. Ja, jetzt steht noch Robert Throckmorton. Aber wir erfahren echt viel über die Familie Throckmorton. Zuerst. Ja, Robert Throckmorton, dann Albert Throckmorton, dann sein Vater Francis Throckmorton, dann sein verstorbener Bruder, dessen Namen wir nicht wissen, aber der innerhalb von sieben, der mit sieben gestorben ist. Seine, ich weiß nicht, ist es seine leibliche Mutter, die Bethany Throckmorton? Wenn sie überhaupt Beth, doch Bethany, ich weiß nicht. Doch zu der Zeit müsste es doch Bethany Throckmorton heißen. Zu der Zeit war es noch üblich, dass man den Nachnamen nimmt. Warum gehe ich jetzt hier lang? Ich glaube, weil ich mir hoffe, dass ich irgendwas kriege. Komme ich da rein? Schade. Ja, von dem Spiel ist das dieser Spruch Open World, Closed Doors leider sehr gut verbreitet. Oh, ich finde es gut, dass hier keine Ausdauerarbeiten ist. Das finde ich gut. Ne, doch nicht. Ich glaube, das wird mich nur noch mehr abfucken, wenn der dann auf meinem Ausdauerbalken ist. Vor allem, wenn der Ausdauerbalken so beschissen ist wie in Deal Within 1. Dass wirklich nach 5 Metern auf einmal ist. Irrenanstalt. Ich bin auf der Suche nach einer gewissen Bethany Throckmorton. Ist sie zufällig unter ihren Patienten? Also, wenn wir eine Throckmorton hier hätten, wüsste ich das. Wobei, wir haben eine Bethany, oder besser gesagt, hatten. Sie wird vermisst, und das nicht nach einem ihrer Spaziergänge. Spaziergänge? Lassen Sie Ihre Patienten etwa raus? Ach, Bethany war völlig harmlos, und sie kam immer zurück. Aber dieses Mal, so kenne ich sie gar nicht. Wollen Sie damit sagen, sie ist ausgebrochen? Ja, und dabei hat sie einen Pfleger niedergeschlagen. Im Nu war sie draußen, weil sie uns völlig kalt erwischt hat. Sie war sonst nämlich immer völlig harmlos. Haben Sie eine Idee, wo sie jetzt sein könnte? Nee, aber sie verhielt sich in letzter Zeit merkwürdig. Sie führte Selbstgespräche und malte ein sonderbares Bild an ihre Zimmerwand. Interessant. Kann ich mir ihr Zimmer einmal ansehen? Ich denke, da spricht nichts dagegen. Es befindet sich im Untergeschoss, abseits von den Zimmern der anderen Patienten. Aber treten Sie nicht auf das zerbrochene Glas. Wiedersehen. Warum nicht auf das zerbrochene Glas? Nachdem sie gesagt hat, tritt nicht auf das zerbrochene Glas, möchte ich auf das zerbrochene Glas treten. Wo ist zerbrochenes Glas? Ich würde liebend gerne auf zerbrochenes Glas treten. Ich habe drauf getreten. Oh. Toll. Okay. Hypodermic Tablets. Da ist noch so viel drin, dass man ein Pferd außer Gefecht setzen könnte. Okay.
Das Blut ist fast getrocknet. Wie ist es wahrscheinlich mit dem Pfleger passiert? Pro Spiegel 7 Jahre Pech. Gott sei Dank war ich das nicht. Also, ah. Patronenhülsen, Schießpulver, Metallteile. Yeah. Bertie's Notiz. Alles, was ich tue, tue ich für meinen geliebten Hammond. Das darf man nicht vergessen. Wie konnte ich nur denken, dass in diesem Schurken Squint die Vernunft stärker ist als die Gier? Er gelangte in den Besitz des Spiegels, wie auch immer er das angestellt hat. Aber bei der Übergabe wollte er plötzlich mehr. Und der Basar saß sogar die Frechheit, mich zu erpressen, indem er sagte, er könne sich auch noch anderen Käufer suchen. Was geschehen ist, ist geschehen. Niemand hat das Recht, sich zwischen eine Mutter und ihr Kind zu stellen. Die Throckmortons trauern. Der junge Hammond Throckmorton, Francis Throckmortons erstgeborener Sohn, ist tot. Bei einem Familienausflug kam es aus bisher ungeklärten Ursache zu einem Unfall, bei dem Hammond da so schwer Verletzungen erlitt, dass er trotz aller Bemühungen des Arztes nicht wiederbelebt werden konnte. Die Beerdigung wird gegen Ende der Woche im Kreise der engsten Familie und Freunde stattfinden. In dieser dunklen Zeit... wer sagt das? Also... In dieser dunklen Stunde voller Trauer versuchen wir dankbar für alles zu sein, was wir haben. Insbesondere für unseren kleinen Robert, teilte Francis Throckmorton mit. Da er nun mein einziger Erbe ist, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um ihn vor jeglichem Unheil zu schützen. Das ist die andere Seite. Ihr Liebling war Hammond und der Liebling von Francis war Robert. Dem Gesichtsausdruck der Frau nachzuurteilen, wurde das Foto mit vorgehaltener Waffe gemacht. Ja, das sieht stark danach aus. Da hatte jemand die hellste Freude daran, Zeitungsartikel zu verunstalten. Rupp. Das Haus. Hallo? Ich finde eine Lösung, mein Kleiner. Versprochen. Erzähl mir mehr. Okay. Mein Kleiner. Wow. Bleiben Sie stehen. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Ja, ja. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert. Zeit, aus der Sache schlau zu werden. Zuerst hat sie das Haus gefunden. Randall Glassworks. Salvation Harbor. Es ist nicht zu fassen. Die Antworten existieren dort bereits seit dem letzten Jahrhundert. Hier ist sie voll geworden, hat die Gleiter alles zerstört. Sie haben keine Macht mehr über mich. Ich habe meinen Hammond gefunden. Er hat mir den Weg gezeigt. Jojo. Und hier hat sie ihn an die Schlangen abzuhauen. Bleiben Sie stehen. Bethany ist aus der Irrenanstalt geflohen, nachdem sie in den Besitz von Glovers Spiegel gelangt ist. Ihr nächstes Ziel scheint eine Fabrik namens Randall Glassworks zu sein. Oh oh. Nein. Weg mit der Knarre. Schade. Ich hab gerade R2 gedrückt, um abzudrücken. Hat leider nicht funktioniert, wäre cool gewesen. Wenn er sich wirklich erschießen könnte dadurch. Wäre ein Achievement wert, würde ich sagen. Ich bin ja so ein heimlicher Trophy Hunter. Seitdem ich auf der PS4 bin aber erst. Darf ich nochmal mit dir sprechen? Offensichtlich hat Bethany eine Leidenschaft für Spiegel.
Wissen Sie etwas darüber? Oh ja, die Arme. Sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ein Junge namens Hammond in ihren Spiegeln lebt. Jeden Tag hat sie mit ihm geredet. Verstehe. Wieder. Ich hätte an seiner Stelle gefragt, können Sie mir sagen, wo Randall Glassbrooks ist? Oh, hey, okay. Zum Rathaus oder weiß ich jetzt schon, wo Randall Glassbrooks ist? Da muss ich wahrscheinlich zum Rathaus. Ist das das Rathaus? Das ist Bibliothek. Ich weiß nicht. Das ist das Hotel, das ist der Chronicle, das ist die Polizeistation. Rathaus, so ist das Rathaus. Ah, hier. Ich würde mal sagen, dass es im Rathaus ist. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt sonst nicht, wo ich hin müsste. Gut, wohin reise ich da am besten? Ich reise nach Old Grove Ost. Gehe nach Norden zu Windhoff Avenue und dann nach Westen die Windhoff Avenue lang. Bis ich auf Wasser stoße und zu Washington. Okay. Tja, die hat den Tod ihres Sohnes nicht verkraftet. Der läuft irgendwie witzig, ich weiß nicht warum. Sieht irgendwie witzig aus. Pop, 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 pop. So als wäre so ein bulliger Typ. Boah, dom, 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 dom. Das ist der Carpenter, aber ist egal. Ich würde es mal sagen, Rathaus, weil sonst. Bibliothek eventuell, aber sonst könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, aber bei einem Rathaus halt da wirklich eigentlich alles drinne, alles stehen müsste. Ich bin hier. Dann müsste das die Windhoff Avenue sein. Ich brauche ein Schilder. Hallo, ja, nach Westen, okay, dann passt's. Lassen Sie das. Nö, ich bin neu. Ich finde mich ja eh scheiße. Was war das gerade? Ach schön, dass ein Metallgeräusch sogar ist, wenn ich... Das ist Willow, das ist doch immer Windhoff, okay. Hey. Lassen Sie das! Nö. Und jetzt? Weiter westlich und ein bisschen nördlich, die Washington Avenue entlang. Psst, tot. So. Bist du jetzt eigentlich hier lang, oder? Hä? Ah ja, ich bin richtig. Jetzt ganz Zeit nach Norden bis zur Chapel Road und dann nach Westen, wenn ich richtig sehe. Gefallenes Gebiet, ja, das habe ich mitbekommen. Das ist Sea Lock.
Also ein bisschen weiter. Da ist die Chapel Road. Ah, ein Polizist. Schreibt da echt ein paar. Ich wollte schon. Wenn er eine Falschpacke aufschreibt, dann lache ich. Aber auf ist so hoch. Oh, da hat falsch geparkt. Erstmal ein Knöllchen. Hä? Das passt überhaupt nicht hier hin. Der Seller hier. Zum Rathaus. Oh. Aber erstmal zur Telefonzelle. Früher war diese Gegend mal echt schön, wenn es hier, hier aussieht. Sherlock Holmes. Was? New Bestseller. Sherlock Holmes. Mystery of a Creepy Watson. Das... Ich weiß nicht, wie könnte man creepy ins Deutsche übersetzen? Widerlich? Eklig? Eklig nicht. Oder? Ich würde sie... Wiegerlich. Wiegerlich würde ich sagen. Wiegerlich. Das ist hier das Archiv. Aber ich rede gleich erstmal mit der Anfangsdame. Oder mit dem Typ oder was auch immer. Ja, eine Dame ist es. Aber zuerst schaue ich mich hier um. Geschlossen. Geschlossen. Okay. Hätte er sein können. Hallo. Ja, ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Was wollen Sie? Ich wollte mich einfach nur vorstellen. Ich bin neu in der Stadt. Oh, wie zuvorkommend. Falls Sie etwas in unserem Archiv nachschlagen möchten, stellen Sie sich an, so wie alle anderen auch. Anstellen? Ich bin der Einzige hier. Also bin ich jetzt dran und kann mich auf das Archivmaterial stürzen. Legen Sie sich nicht mit mir an, junger Mann. Beim nächsten Mal könnte hier eine Schlange sein. Und dann bekommen Sie keine Sonderbehandlung. Wiedersehen. Eine Schlange als Tier oder eine Schlange weniger als du? Archiv. Personengruppen. Dann kommt Unternehmer so ein Unternehmen. Zeitraum. Register, Dokumente, Arbeitsunterlagen. Bezirk. Wo war der nochmal? Salvation Harbor, hat sie gesagt. Okay. Rechtsdokumente, Person. Nee. Das ist ein Unternehmen, ja. Das ist erster Schritt. Randall Glassbrooks Musik Salvation Harbor. Sie anfordert bereits seit dem letzten Jahrhundert. Da mache ich dann statt Register, Zeitraum. Nach der Flut? Ne. Randall Glassbrooks, 1884. Eigentümer, Gaunter Randall. Adresse, Skipper Road zwischen Eel Street und Calm Shore Street im südlichen Teil des Bezirks Salvation Harbor. Randall Glassbrooks, dann schauen wir mal. Fallmappe. Salvation Harbor müsste unter sein. Das wird The Shells. Salvation Harbor. Süd. Skipper Road. Hier und Eel Street. Also hier. Ungefähr dort. Dann würde ich da hinreisen nach Salvation Harbor Ost. Dann die Old Church Road nach Westen. Die Seven Oak Street nach Süden. Und dann nach Westen nach Skiver Road. Na, hör
hören Sie auf, mich zu belästigen, Neuankömmling. Tschüss, du Schabracke. Hallo? Nö. Sehe ich nicht. Ich bin Arsch. Also nur in-game, nicht out-game. Nicht, dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Dann. Das ist ja echt fast eine Hinreise, Hin- und Herreise, aber glücklicherweise gibt es die Schnellreise. Selbe Schnabe. Aber nach hier?